Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Serverlore. Heute mit dem Aspekt der Zeit, dem guten Nozdormu. Nun weiche die Vorgeschichte von Nozdormu logischerweise nicht sonderlich stark von denen der anderen Aspekte ab. Ich werfe nur mal die Begriffe Protodrachen und Galakrond in den Raum. Insofern springen wir direkt zum abweichenden Teil und das ist die Segnung durch die Titanen. Und unser guter bronzener damals Protodrache wurde vom Hochvater des Pantheons höchstpersönlich gesegnet, der gute Amantul. Und dieser gab ihm die Aufgabe, über die Ströme der Zeit zu wachen. Dir ist eine große Aufgabe auferlegt, die Zeit reinzuhalten. Wisse, dass es nur eine Zeitlinie gibt, doch es gibt auch alle anderen, die sonst möglich wären. Du musst sie beschützen. Ohne die Wahrheit der Zeit wird mehr verloren, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Der Stoff der Realität wird sich auflösen. Es ist eine schwere Aufgabe. Die Grundlage aller Aufgaben dieser Welt, weil nichts ohne die Zeit passieren kann. Klingt nach einer total einfachen Aufgabe. Dazu kommt, dass er all das, was er sieht, eigentlich mit niemandem teilen darf. Er agiert natürlich selbst entsprechend und kann auch seinen Schwarm leiten, aber er kann jetzt nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, bei diesem Mystic Plus abfixen sollst du heute mal keinen Plus 20er machen. Also was zählt dann nicht? Dennoch ist das natürlich Wissen, das schwer auf ihm lastet. Er sieht nicht nur seinen eigenen Tod und den von allen, die ihm etwas bedeuten, und auch den von allen, die ihm nichts bedeuten, sondern er sieht auch alles, was auf Azeroth passiert, oder mit Azeroth. Und er darf es uns nicht sagen. So einen ähnlichen Kodex haben vermutlich Game Master, wenn man die das fragt. Und jetzt fragen sich einige vermutlich zu Recht, warum zum Teufel hat er denn seine Macht mit in die Drachenseele gesteckt, die Todesschwinge erschaffen wollte, wenn er denn wirklich alles sieht, was so passiert. Und die Antwort wird euch vermutlich nicht befriedigen, denn er war einfach nicht da. Er war zu diesem Zeitpunkt tief in den Zeitlinien verschwunden, hat sich da verwoben und verirrt. Und eine seiner Gefährtinnen hat ein bisschen Essenz von ihm mitgebracht in Form einer Sanduhr und so hat er das quasi ungewollt mitgespeist. Zufälle gibt's. Man kann natürlich jetzt dazu sagen, dass Netarion die anderen ja auch rumbekommen hat, indem er sagte, ja, dieses mächtige Relikt, ja, die Drachenseele gespeist mit unserer Energie, die können wir dann gegen die Dämonen richten und gegen alle Feinde Azeroths. Oder wie er es dann gemacht hat, gegen die Beschützer Azeroths. Aber dann, als Nozdormu alles sieht, hätte er da ja einfach mal sagen können, so, nope. Und dann hätten die anderen vielleicht selber drauf kommen können. Allerdings fragt ihr euch jetzt vermutlich wieder zurecht, warum zum Teufel verirrt er sich denn dann in seinen eigenen Zeitlinien? Und ratet mal, wer da die Finger im Spiel hatte. Na, richtig, unsere guten Freunde. In Gedanken schon selber mitgesprochen, oder? Die alten Götter, natürlich. Das war übrigens die Zeit, beziehungsweise der Moment, weil Zeit ist in diesem Lore-Video vermutlich eher relativ. Hahaha. Es war also der Moment, in dem er sich entschloss, einen Hilferuf zu senden. Und zwar an den obersten Gefährten von Alexstrasza, den guten Coriastras. Der hat drauf gehört, hat sich seinen besten Menschenkumpel und Schüler geschnappt und ist losgezogen. Die beiden kennt man übrigens besser als Ronin und Krasus. Und beim Untersuchen dieser Zeitlinie, beziehungsweise dieses Zeitrisses, der dann da entstanden ist, wurden die beiden zurück in den Krieg der Ahnen geschleudert. Und darum waren die überhaupt vor Ort bei diesen Geschehnissen, in die ja vor allem die Nachtelfen verwickelt waren. Letztendlich wissen wir allerdings auch, wie das Ganze ausgegangen ist und kurz bevor alles auseinanderflog, brachte Nozdormu die beiden also zurück in unsere Zeit. Zwar gab es jetzt natürlich Abweichungen bzw. Veränderungen in der Vergangenheit, aber die wurden nicht als so gefährlich angesehen. Ja, das beschränkte sich auf, Ronin hat dem Elfenmagier Illidan ein paar Tricks beigebracht. Löl. Es passiert natürlich im Rahmen dieser Ereignisse noch eine ganze Menge anderer Sachen, aber es geht ja jetzt vorrangig um unseren Drachenfreund. Hätte ich mir eigentlich sparen können, den Satz, denn er arbeitet auch weiter mit Ronin und Krasus zusammen. Wer übrigens gar keinen Plan hat, wer das jetzt sein soll, Ronin, uns bekannt als der Anführer der Kirin-Tor damals in Nordend, der nette Mann in dem T-Set mit den roten Haaren. Und Krasus, naja, steht bzw. stand immer neben Alexstrasza im Wyrmwood-Tempel, ist ihr oberster Gefährte und in Drachenform heißt der gute Coriastras. Den sehen wir auch bei diesen Rückblick-Quests im Hochberg immer wieder rumfliegen, wenn wir im Krieg der Ahnen unterwegs sind. Und tatsächlich dreht sich jetzt vieles um die Geschehnisse in Grim Batol. Denn dort haben die Drachen mal Orks die Drachenseele erlangt, beziehungsweise besser gesagt die Dämonenseele, wie sie um diese Zeit genannt wurde. Und das erste, was sie damit machten, war Alexstrasza zu versklaven. Und die sollte Eier legen und eben, ja, ihren Schwarm ihren Machenschaften unterwerfen. Darum liegen übrigens auch im Endboss-Raum von Grim Batol diese ganzen Dracheneier. Die wurden von Alexstrasza gelegt und sollten ausgebrütet werden, damit der Drachenmaiklan schöne Reittiere hat. Und als Ronin, Krasus und auch Nozdormu Interesse an dieser Befreiung zeigten, kamen auch die anderen Aspekte, inklusive Todesschwinge. Der wollte sogar vermeintlich helfen, aber eigentlich um an die Eier ranzukommen, um seinen Zwielichtdrachenschwarm weiter auszubauen. Und als Hilfestellung gab er Ronin und Krasus eine Schuppe von ihm selbst. Und die benutzten die allerdings ein bisschen anders, als er das wollte. Die rammten die Schuppe einfach in die Dämonenseele, die zersprang und alle Aspekte erhielten ihre Kräfte zurück. Ich sag mal so, da muss Todesschwinge ein bisschen blöd geguckt haben. Und ist auch direkt abgehauen. Ja, Ende vom Lied, Alexstrasza frei, Dämonenseele kaputt, Aspekte erhalten ihre Kraft wieder und Todesschwinge ist geflohen. Kann man schon mal als Sieg feiern. Ja, und dann kam so langsam Kataklysm.
Und das erste, was wir zu Cataclysm von Nostromo hören, ist, dass er mal wieder im Zeitstrom verschollen ist. Was ist eigentlich los mit dem? Auf jeden Fall bekommt Thrall die Aufgabe, den Guten zu finden. Und tatsächlich findet Thrall den Guten auch, aber Nostromo wirkt ein bisschen niedergeschlagener als sonst. Und tatsächlich sprechen sie dann über den Grund, warum Nostromo eines Tages stirbt. Tatsächlich sieht er in seiner Zukunft, dass er demselben Wahnsinn anheimfällt, der auch Maligos und auch Todesschwinge verdorben hat. Er spricht hier allerdings gezielt von einer Form des Wahnsinns und nicht direkt von den alten Göttern. Und so sieht er, wie er seinen eigenen Schwarm korrumpiert, sich gegen ihn stellt und letztendlich seine alte Aufgabe zunichte machen will. Und aus den Worten Amantuls am Anfang wissen wir, dass das ganz schön ungesund für alle Beteiligten ist. Und die Beteiligten sind dabei wir. Aber Thrall wäre ja nicht Thrall, wenn er es nicht schaffen würde, den Guten wieder zu mobilisieren. Und so schließt sich der gute Nostromo trotz der düsteren Zukunftsaussichten den anderen Aspekten an. Allerdings haben sie so ein kleines Problem festgestellt. Wie zum Teufel sollen sie Todesschwinge stürzen? Und so ganz langsam wandern alle Augen zu Nostromo, denn im Gespräch war die gute alte Drachenseele. Und da die in unserer Zeit zerstört ist, müsste man natürlich mal so eine kleine Zeitreise machen Richtung Krieg der Ahnen und das Gerät bergen. Schamane, die Drachenseele gehört euch nicht. Gebt sie auf und vielleicht werdet ihr überleben. Wie hat uns der Schattenhammer gefunden? Zieht eure Waffen! Wir müssen raus aus dieser Schlucht! Wäre heute einfacher gewesen, ne? Heute hätten die sich einfach einloggen müssen und hätten ein paar Hearthstone-Packets gekauft, bis sie das Ding haben. Ja, und Nostromo sowieso schon ein bisschen verändert, hat ja auch schon sein Eid eigentlich gebrochen, indem er mit Thrall über die Zukunft gesprochen hat. Und erlaubt es uns jetzt, in die Vergangenheit zu reisen und das Relikt zu bergen. Und da kam dann dieses ganze Spiel ins Rollen mit der Endzeit und der Stunde des Zwielichts und eben dem Brunnen der Ewigkeit, diese drei Dungeons. Die uns teilweise das Timewalk-Event versüßen. Versüßen ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. So betreten wir eben die Endzeit und lernen Murusond kennen und dieses Endzeit-Szenario, in dem er entstanden ist. Murusond übrigens ein Anagramm für Nostromo. Wir kämpfen uns mit Illidan, Tyrande und Malfurion durch den Krieg der Ahnen und bergen das Relikt und sichern es letztendlich und bringen es zum Wyrmwood-Tempel. Spaß mit Zeitlinien. Total geil. Und jetzt springen wir direkt zum Ende, denn auch den Kampf mit Todesschwinge haben wir natürlich in den anderen Aspektvideos schon oft genug besprochen. Und natürlich büßt auch hier Nostromo seine Kräfte ein. Und eigentlich geht damit auch die Chance flöten, aufgrund der Möglichkeiten, die er sieht, wahnsinnig zu werden und letztendlich in Murusond zu enden. Also eigentlich, wenn das diese Art von Wahnsinn war, die er gemeint hat. Er kann zwar jetzt nicht mehr auf alle Zukünfte und Möglichkeiten und Zeitlinien so einfach zugreifen, das heißt aber nicht, dass er die nicht schon alle gesehen hat. Durch diese Entmachtung wird allerdings auch die Drachenseele einfach zurück an ihren ursprünglichen Ort geschleudert. Und so haben wir alle ein schönes Happy End. Und seitdem, muss man sagen, hat man nicht mehr viel von Nostromo gehört. Ich würde ja spontan drauf tippen, dass er in irgendeinem Zeitstrudel gefangen ist. Macht er ja anscheinend gerne. Jedem sein Hobby. Aber ähnlich hat sich's ja mit Ysera verhalten, aber da wollen wir nicht schon wieder drüber reden. Traumatrigger und so. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, Freunde. Wie so oft in der Lore haben wir gesehen, wie dicht Segen und Tragödie beieinander liegen können. Auch wenn in der Regel letztendlich alles gut geht. Wenn auch meistens nur durch unser Eingreifen, weil wir einen Raidboss klatschen wollen. Wir sind so das Universalheilmittel. Zumindest bis jetzt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, Freunde. Hoffe, hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Und wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau's. Die Endzeit habe ich diesen Ort einst genannt. Damals war ich noch blind und unwissend. Ihr wollt, was, mich hier aufhalten? Das Schicksal ändern, an dem ich so unermüdlich gewebt habe? Ihr seid wie ein blinder Wurm, der auf den ewigen Wahnsinn zukriecht. Ich habe die wahre Endzeit erlebt. Das hier ist ein Segen, den ihr nicht begreifen könnt. Ihr wisst nicht, was ihr getan habt. Sterbliche, ich kann euch nicht weiter folgen. Geht mit meinem Segen und benutzt das Stundenglas der Zeit, um Murusond zu besiegen.